In 104 Tagen um die Welt. Zwei Brüder auf Weltreise ohne Reisekasse. 18 Länder. Auf drei Kontinenten. Von Berlin aus um die Welt. In 80 Tagen. Ganz nach dem Vorbild von Jules Vernes Romanfigur Phileas Fogg. Nur eben ohne 20.000 Pfund Sterling in der Tasche. Geht nicht, geht bestimmt, dachten sich Paul und Hansen Höppner. Die beiden Brüder stehen auf extreme Touren und haben's gemacht. Von Berlin aus wollten sie in 80 Tagen über Frankreich, Spanien, Portugal, Kanada, Japan, China, Hongkong, Thailand, Indien, Kirgisistan, Kasachstan, Russland, die Baltikstaaten und Polen zurück in die deutsche Heimat. Auf einer Veranstaltung der Roland-Initiative erzählen die Brüder im Festsaal des Gaswerks von der Reise, die sie auch in ihrem aktuellen Buch verarbeiten. Vor unserer Kamera erklären sie, warum Planung bei einer wirklich guten Reise fast unnötig ist, woher die Idee zu dem Trip kam und wie sie die letztendlich 104 Tage verändert haben. Ich würde sagen, das war in dem Fall eigentlich so ein kleiner Prozess. Also es war nicht so, dass wir sofort die Idee hatten, ohne Geld einmal um die Welt reisen zu wollen. Aber es war so, dass wir uns überlegt haben, sag mal, kann man eine Reise machen ohne Geld, vielleicht erstmal durch Europa oder mit wenig, genau. Wir hatten einfach bei den Reisen vorher immer mit Crowdfunding versucht, Geld zu verdienen dafür, das Geld zu sammeln. Und hatten diesmal keinen so einen Bock darauf, so ein riesen Ding vorher zu machen, um das Budget zusammenzukriegen. Und dann kam eben relativ naheliegend so die Idee zu versuchen, es ohne Geld zu machen. Ich will mal ganz ehrlich sein, wenn ich in den Urlaub fahre, ich weiß, wann ich abfliege, ich weiß, wo ich schlafe, ich weiß, wie viele Kilometer es zum Flughafen sind. Ihr hattet eine grobe Richtung, in die ihr fahren wolltet. Das ist der Albtraum jedes anderen, aber eurer nicht. Nee, absolut nicht. Für uns ist das eigentlich das Abenteuer an sich das Spannende. Ne? Also das Abenteuer ist ja per Definition etwas Ungewisses, was man sucht. Und umso mehr man plant, umso weniger Abenteuer hat man meiner Meinung nach. Man muss natürlich immer ein gewisses Minimum an Planung mitbringen. Also welche Richtung war schon mal ganz wichtig zu wissen. Und was sind Krisengebiete zum Beispiel, wo sollte man nicht durchfahren. Aber sonst versuchen wir das wirklich auf dem absoluten Minimum zu halten. Und das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, das mal auszuprobieren, auch in kleinerem Rahmen, wenn man mal vielleicht nach irgendwo in Deutschland hinfährt. Einfach zu sagen, ich buche mir vielleicht nicht mehr ein Hotel, ich fahre jetzt einfach hin und gucke, was passiert. Überleben wird man es definitiv, genau. Aber garantiert wird man Sachen erleben, die man sonst niemals erlebt hätte. Das Geld für Lebensmittel, Flug-, Bus- und Bahntickets wird unterwegs auf der Straße verdient. In Lissabon und Bangkok werden selbst hergestellte Schmuckstücke an den Mann und die Frau gebracht und in Kanada wird für das Ticket nach Japan der marode Balkon der Gastgeber auf Vordermann gebracht. Im Hinterkopf bleibt dabei die unerbittlich tickende Uhr. Und viele Leute haben euch unterwegs geholfen, in Arten und Weisen und Ausmaßen, wie ihr das wahrscheinlich nie vermutet hättet. Ein Kanadier, der mit euch 750 Kilometer fährt, jemand, der mit euch in Hongkong abends einen trinken gehen will, einfach weil er selber nicht nach Hause will und euch damit die nächste Etappe ermöglicht. Ja. Hat euch das vielleicht so ein bisschen den Glauben an das Gute im Menschen zurückgebracht, übertrieben gesagt? Absolut, absolut. Also ich meine, alleine schon der Fakt, dass uns auf so einer Reise, wo wir 104 Tage auf der Straße gelebt haben, dass uns dann nichts Schlimmes passiert ist. Also außer, dass ich krank geworden bin, aber da kann kein Mensch was für. Das ist einfach eine Mücke gewesen. Ansonsten ist uns nichts Schlimmes passiert. Kein Mensch wollte uns jemals was Böses. Es ist schon fast naiv, diese Geschichte zu erzählen. Weil ich würde auch sagen, dass es sicherlich damit zusammen so nicht Standard so ist. Es kann schon sein, dass immer was Schlimmes passiert. Das kann einem aber überall auf der Welt passieren. Und ich würde schon sagen, dass es auch dadurch bedingt ist, dass wir sehr offen auf die Menschen zugehen mussten, um das überhaupt zu schaffen, wegen dem Zeitlimit sozusagen. Und dass das natürlich auch was ist, was Menschen spüren. Und so ist dann halt auch vielleicht ein Hells Angels Rocker, der einen in Kanada irgendwie beherbergt und aufnimmt, auf einmal kein Feind mehr, sondern jemand, der ein Freund wird. Ne? Und auf die Art und Weise kann man sich quasi darauf verlassen, dass einem nichts Schlimmes passiert. Also 104 Tage zusammen unterwegs, da muss man sich sehr gut für kennen und da muss man auch so ein bisschen durch dick und dünn gehen. Ja. Das ist euch, das ist euch zweimal unterwegs nicht so ganz gelungen, haben wir gesehen. Ja. Was war mehr als nur zweimal, ehrlich gesagt. Ja, okay. War zweimal dokumentiert. Okay. Was war der ausschlaggebende Moment zu sagen, wir raufen uns jetzt zusammen, wir bringen das jetzt zusammen zu Ende? War es wirklich die Notwendigkeit, die Abhängigkeit voneinander oder was war da am Ende der ausschlaggebende Punkt? Also es ist natürlich in einer gewissen Weise glücklicherweise so, dass wenn man aufgeben will auf so einer Reise, dass das nicht immer so ganz einfach ist. Das heißt, du musst sowieso erstmal zum nächsten Flughafen kommen, du musst irgendwie eine Rückreise planen und alles Mögliche. Und in dieser Zwischenzeit legt sich meistens so ein Streit auch wieder und man findet vielleicht wieder neue Motivation, um doch weiterzumachen. Und andererseits ist es auch häufig so gewesen, dass nur einer von uns die Motivation verloren hat und der andere dann den jeweils anderen wiederum motiviert hat, doch weiterzumachen. Und wenn es wirklich mal beide waren, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt keinen Bock mehr und wir wollten wirklich aufgeben,
dann kam vielleicht noch irgendjemand anders wieder dazu, so wie dieser Mann in Indien, der uns einfach gesagt hat, Jungs, ganz ehrlich, ihr müsst weitermachen, ihr seid es allen Menschen schuldig, die euch geholfen haben. Und das hält einen dann da dran, weiterzumachen und hilft einem weiter. Come here. Thank you very much. It's very nice of you. Thank you very, very much. Was ist das für ein Gefühl, nach über 100 Tagen im Zug zu sitzen und wieder nach Deutschland reinzufahren, nachdem man die komplette Welt gesehen hat? Das ist ein extrem besonderer Moment natürlich, weil man, also ganz anders, als man sich vorstellen würde jetzt natürlich, das ist ja meistens so, aber das ist so dieser Moment, das sieht man glaube ich auch in dem Video, wo wir wieder über die deutsche Grenze fahren, wissen, jetzt sind wir wieder in Deutschland. So ein bisschen geordnet, ne? So, nächste Station Berlin Hauptbahnhof. Alexanderplatz. Noch haben wir es nicht geschafft. Irgendwie fühlt sich das ist ein unglaublich krasses Gefühl zu wissen, auch dass man in eine Richtung losgefahren ist und aus der anderen Richtung wiederkommt. Ne? Also ohne dass man unterwegs aktiv umgekehrt ist. Und dann kommt man nach 104 Tagen nach Hause und dann ist man einfach wieder da? Oder wie hat man sich verändert in der Zeit? Also ich habe mich, glaube ich, krass verändert in der Zeit, Paul glaube ich auch, aber es ist auch natürlich trotzdem nach Hause kommen und es ist witzig, wie schnell einen der Alltag zu Hause doch auch wieder packt. Ne? Man ist auf der Reise ganz anders und noch bis die letzten 5 Meter vom Ziel ist man noch ein anderer Mensch, weil man die ganzen Erinnerungen im Kopf hat und weiß, wie wenig man auskommen kann. Das Luxus eigentlich zum Teil oder auch Sachen, die man besitzt, das Besitz im Allgemeinen eigentlich hauptsächlich einengt. Das alles weiß man dann aber, sobald man dann wieder einen Kühlschrank vor der Nase hat, füllt man den auch wieder auf, den Fernseher macht man wieder an, den Computer macht man wieder an und alles Mögliche. Man genießt die Produkte, die man hat quasi wieder oder den Luxus und verändert sich auch ganz schnell wieder zurück in das Standardleben. Was man natürlich behält davon, und das ist glaube ich für mich sowieso die wichtigste Erkenntnis, sind eigentlich zwei Sachen. Erstens mal, wie viel besser die Welt eigentlich ist, wie man sie immer wahrnimmt durch Medien, wo ja oft natürlich auch vielleicht berechtigterweise nur die negativen Seiten gezeigt werden. Es wäre ja auch total anstrengend, immer über alles Positive zu berichten, was passiert auf dieser Welt. Aber das muss man sich klar machen, so ist die Welt eben nicht, wie sie in den Medien dargestellt wird. Und das Zweite ist, eine ganz wichtige Erkenntnis auch für mich gewesen, wie unglaublich viel Vorurteile man selber eigentlich anderen Menschen gegenüber hat. Und wie wichtig es ist, niemals zu glauben, dass man vorurteilsfrei sei, weil man in dem Moment nämlich aufhört, daran zu arbeiten. Und das haben wir vor allem deswegen gemerkt, weil wir einfach allen Menschen unvoreingenommen begegnen mussten irgendwann, um jede Chance, die sich irgendwie geboten hat, weiterzukommen, wegen dem Zeitdruck und dem fehlenden Geld. Genau. Wahrscheinlich werdet ihr ja auch Freunden erzählt haben vorher, was ihr vorhabt. Ihr möchtet in 80 Tagen um die Welt, wie der Mensch aus diesem einen ganz berühmten Buch da. Die haben euch doch wahrscheinlich so ein bisschen für bekloppt erklärt. Was habt ihr denen geantwortet? Naja, die haben uns für bekloppt erklärt, aber auf der anderen Seite haben natürlich viele auch gesagt, so, ja, aber wenn ihr das so macht wie in dem Buch, dann ist es ja einfach. Ne? Also wenn ihr 20.000 Pfund mitnimmt, dann seid ihr ja 0, nix einmal um die Welt rum. Und die anderen Leute, die uns für verrückt erklärt haben, die kannten uns mittlerweile auch schon relativ gut und wussten, dass wir schon das eine oder andere verrückte Projekt umgesetzt hatten. Also mit dem Fahrrad durch ganz Europa eigentlich gefahren sind, schon nach Shanghai gefahren sind mit dem Fahrrad. Und die wussten, dass wir zähe Hunde sind und dass wir nicht so schnell aufgeben. Und wenn wir uns mal was in den Kopf gesetzt haben, dass wir das auch wirklich umsetzen wollen. Und insofern gab es zwar viel, sagen wir mal, Zweifel daran, aber es war nicht so, dass die Leute... Aber sie wussten auch, dass wir verrückt genug sind, wirklich ernsthaft zu probieren. Ja, so. Genau. Was macht euch eurer Meinung nach so hart, dass ihr das durchzieht? Warum setzt man sich in Berlin aufs Fahrrad und sagt, 12.990 Kilometer noch bis Shanghai, schaffe ich? Schritt für Schritt ist, glaube ich, das A und O bei sowas. Also wenn man sich überlegt, 12.000 Kilometer nach Shanghai und man sitzt gerade auf dem Fahrrad und fährt und denkt sich, oh Gott, ist das viel, das schaffe ich niemals, dann schafft man es auch nicht. Das ist so wie dieser schön von Beppo, der Straßenfeger von Momo, dieser Kindergeschichte, wo der eben Schritt für Schritt geht und immer ein Stück von der Straße fegt und am Ende hat er die ganze riesenlange Straße gefegt. Und genauso ist es bei so einer Reise auch. Man macht es Schritt für Schritt. Man macht es nicht für das Ziel, sondern man macht es für die Reise selber. Würdet das wieder machen? Nein. Warum nicht? Die Antwort ist so schnell gekommen jetzt auch, weil das ist eine Frage, die ich mir häufiger gestellt habe. Und da gibt es eine ganz witzige Antwort drauf. Ich würde jedem empfehlen, das mal zu machen, wirklich jedem. Aber ich würde es nicht nochmal machen. Und der Punkt ist der, dass dieser Moment in Indien, wo wir moralische Zweifel bekommen haben, der hängt mir immer noch im Kopf, auch wenn diese Männergruppe uns eigentlich geholfen hat und gesagt hat, ihr müsst euch da keine Gedanken machen. Es ist trotzdem so, dass es nicht fair ist, jetzt nochmal so eine Reise zu machen, ohne Geld um die Welt und nochmal sich neben die armen Menschen auf die Straße zu setzen und zum Spaß Geld zu verdienen.
das kann man nicht nochmal machen. Im Gegenteil, wir fühlen uns jetzt eigentlich beide dadurch auch ein bisschen verpflichtet, anderen Menschen zu helfen. Also es ist andersrum, den Spieß umzudrehen. Auf der anderen Seite würde ich aber jedem raten, es mal zu machen, weil man diese Erfahrung einfach, wenn man sie einmal gemacht hat, eben so viel daraus lernen kann und die Welt als einen wunderschönen Ort sehen kann. Also. Welche 5 Survival-Tipps gebt ihr jedem, der es gerne mal versuchen möchte, mit an die Hand? Was sollte man unterwegs auf jeden Fall beachten? Also Rohrzange mitnehmen. Rohrzange mitgehen, dann würde ich sagen, es geht ganz oft um Schlafgelegenheiten, also um sichere, trockene, warme Schlafgelegenheiten, die natürlich schwierig zu finden sind ohne Geld. Da gibt es Möglichkeiten, in Städten zum Beispiel auf Spielplätzen zu schlafen oder auf Kreisverkehren, die oft wunderschön bepflanzt sind. Manchmal stehen da sogar so Kunsthäuser drauf oder irgendwas, was halt von irgendeinem Landschaftsarchitekten dahin gebaut wurde, damit dieser Kreisverkehr schön aussieht, aber es wird nie genutzt. Dann würde ich sagen, macht es natürlich auf jeden Fall Sinn zu gucken, sich zu informieren, so aus sicherheitstechnischer Sicht mal, wo sind Krisengebiete, wo gibt es welche Krankheiten, wie kann man sich ein bisschen dagegen schützen. Bei uns hat es auf der letzten Reise nicht alles so geklappt mit den Krankheiten leider, aber das würde ich so als Survival-Tipps nennen und dann vielleicht niemals den Glauben ans Gute verlieren, weil wenn man wirklich verzweifelt und aufgibt, dann, wenn man durchhält, wird man merken, dass es sich lohnt. Nach dem Trip ist bei den Höppner-Brüdern vor dem Trip. Zwar muss es keine Weltreise auf Zeit mehr sein, aber die nächste Tour in den hohen Norden ist schon in Planung. Das Jugendfreizeitabo der HVB, damit ihr mehr Spaß habt. Hallo, ich habe ein Jugendfreizeitabo. Ich auch. So kann ich bis zum 21. Geburtstag mit allen Buslinien der HVB fahren. Zum Kino, zum Schwimmbad und einfach überall dorthin, wo ich Spaß haben kann. An Schultagen ab 14 Uhr und sonst auch zu jeder Tageszeit. Ich habe ein Jugendfreizeitabo für nur 12 Euro im Monat. Und außerdem bekomme ich in den Sommerferien kostenlose Schülerferienticket dazu. Macht euch einfach schlau. Unter hvb-harz.de und in den Kundencentern. Fahrzeuge Bögelsang. Beste Preise und leidenschaftlicher Service. Wir haben immer mehr als 250 Fahrzeuge an unseren Standorten in Halberstadt für Sie vorrätig. Automobile sind unsere Leidenschaft. Und genau so ist unser Service. Egal welche Marke Sie fahren. Wir sind kompetent, qualitätsbewusst und in den Preisen fair. Fahrzeuge Bögelsack. Zweimal für Sie in Halberstadt. Eine Altersvorsorge, das schneidern wir Ihnen gerne ein Angebot nach Maß. Schauen wir uns doch mal Ihre Finanzen an. Gucken Sie mal hier. Wohneigentum ist für Sie als junge Familie natürlich ein wesentlicher Bestandteil im Vorsorgemix. Andere wichtige Bausteine sind Absicherung und Vermögensaufbau. Mami, Mami, die Sparkasse ist ja eine Riesenbank. Ja, Schatz, aber bitte fass nichts an, ja? Für jeden die passende Altersvorsorge. Sparkassenfinanzgruppe. Deutschlands Nummer 1. Schätze stehen für 95 Thesen, mit denen Luther die Welt veränderte. Sie stehen im Mittelpunkt der Ausstellung im Collegium Augusteum vom 13. Mai bis zum 5. November in der Lutherstadt Wittenberg. Die Schätze stammen nicht nur aus dem Lebensumfeld des Reformators, sondern auch von Personen, die von Luthers Arbeit inspiriert wurden. Luther, 95 Schätze, 95 Menschen, ist der Beitrag Sachsen-Anhalts zu den 3 nationalen Sonderausstellungen zum 500. Jubiläum der Reformation. Weitere Informationen unter www.dreimalhammer.de. Die volle Wucht der Reformation. Frisches Design aus Frankreich für den Harz. Der Citroën C4 Cactus mit Airbump-Technologie. Ein Kompakt-SUV mit Persönlichkeit, voll moderner und nützlicher Technologie und Motoren der neuesten Generation. Lernen Sie das innovative Fahrzeug bei einer Probefahrt kennen. Das Team Konrad im neuen Citroën Autohaus in Quedlinburg, Bicklingsbach 4, präsentiert Ihnen auch gern die weiteren Modelle von Citroën und bietet Ihnen besten Rundumservice zu attraktiven Konditionen. Le Cœur, le Caractère. Citroën. Herzlich willkommen hier bei uns im Autohaus Quedlinburg Süd. Seit 20 Jahren verkauft unser Team Jahres- und Gebrauchtwagen.
sehr gern kaufen wir Ihr Fahrzeug auch ohne TÜV und aus laufender Finanzierung zu fairen Preisen bar an. Darauf unser Wort. Dank der individuellen Beratung, auch im Finanzierungsbereich, haben wir den zufriedensten Kunden. Testen Sie uns, kommen Sie einfach vorbei. Ihr Autohaus Quedlinburg Süd. Unsere Autos sind top. Mehr muss man eigentlich nicht sagen. Stadtwerke Blankenburg. Kompetenz vor Ort. Wir bieten Ihnen einen ausgezeichneten Kundenservice mit informativer und individueller Beratung. Machen uns mit erneuerbaren und alternativen Energien stark für den Klimaschutz und engagieren uns für die Menschen in der Region. Stadtwerke Blankenburg, Ihr Partner vor Ort. Alle Infos unter sw-blankenburg.de. Highspeed für die bunte Stadt. Das Wernigeröder Unternehmen Heuer und Sack bietet schnelles Internet und Telefon über das eigene Funk- und Breitbandkabelnetz. In Wernigerode und den Ortsteilen Benzingerode, Minzleben, Reddebar, Silstedt sowie in Heimburg und auf dem Brocken. Bis 25 Mbit pro Sekunde Download und bis 8 Mbit pro Sekunde Upload sind je nach Tarif und technischen Bedingungen verfügbar. Sie bekommen eine echte Flatrate ohne Datendrosselung. Informieren Sie sich in unserem Fachgeschäft in Hasserode oder unter Telefonnummer 03943 90 50 55. Yippie, yippie, yippie! Möbel Müller beschert Ihnen Entspannung pur mit den neuen Wohlfühlmatratzen aus dem Hause Tempur. Mit einer Tempur-Matratze finden Sie Ihre ideale Schlafposition. Sie bietet Ihnen perfekten Druckausgleich und gibt Ihnen so ein Gefühl von völliger Schwerelosigkeit und schenkt Ihnen den besten Schlaf, den Sie je hatten. Und damit Sie Ihre Tempur-Matratze noch besser genießen können, erhalten Sie beim Kauf einer Tempur-Matratze Ihrer Wahl ein Schlafkissen nach Wahl gratis dazu. Sparen Sie bis zu 193 Euro. Machen Sie es wie Felix Neureuther und entspannen Sie auf Ihrer neuen Tempur-Matratze. Yeah.
join in. From about 20 years ago, and I know you all know it, so please sing along with me. This is the one. You all scared? Am I gonna come in there? You know what's gonna happen. Can the two of us try?
Erzähl uns doch mal was über deine Zeit nach Caught in the Act. Ich war danach erstmal noch für 3 oder 4 Jahre in Amsterdam und danach bin ich dann wieder nach Großbritannien gezogen. Dann habe ich meinen Namen in Colin geändert, das ist mein zweiter Vorname. Danach habe ich mich auf meine Schauspielkarriere konzentriert. Ich hatte Arrangements hier und da. Ich habe ganz von vorn angefangen. Ich hatte kaum Geld und es war echt nicht einfach. Eine Weile später habe ich dann meine Firma gegründet, das Arundel Jailhouse. Es ist ein Ort voller Musik. Da wird Theater gespielt, Comedy und jeder, der zu uns kommt, hat Spaß. Das mache ich jetzt seit 7 Jahren und es ist sehr erfolgreich. Das ist mein normaler Job. Vor 3 oder 4 Jahren habe ich dann wieder angefangen, mit Paul zu arbeiten. Wir kennen uns jetzt seit 10 Jahren. Er hat einen Independent-Film gesehen, für den ich den Titelsong gesungen hatte. Profile of Fear hieß der. Das gefiel ihm und dann hat er angefangen, den Song zu schreiben. Hattest du in all der Zeit jemals Kontakt zu deinen ehemaligen Bandkollegen? Nein, von den anderen habe ich jetzt seit 16 Jahren nichts gehört. Hat es dir gefehlt, auf der Bühne zu stehen und vor Publikum zu performen? Ich habe einiges von früher vermisst. Das Herumreisen, die Shows, das alles. Aber viele Jahre lang wollte ich meine Vergangenheit einfach nur vergessen. Deswegen hatte ich ja auch meinen Namen geändert. Ich schaue niemals zurück. Stattdessen konzentriere ich mich auf das Schauspielern und auf mein Jailhouse. Noch heute schreiben mir oft Fans und fragen mich, wirst du jemals wieder singen? Und ich antworte dann, nein, ich singe nicht mehr. Jetzt mit Paul was Neues anzufangen, ist aber das, was ich will. Hast du jetzt ein paar neue Songs auf Lager? Ja, ich habe jetzt meine eigenen Songs, die ich auch selber schreibe. Letztes Jahr habe ich mein Album Old School auf den Markt gebracht. Da sind Songs drauf, die ich von den 90ern bis heute geschrieben habe. Ich arbeite aber auch mit Paul zusammen, weil er ein echt talentierter Songwriter ist. Er ist auch mein Manager. Er hat jetzt etwa 15 Songs für mich geschrieben. Ich habe ein Weihnachtsalbum rausgebracht und neben Old School noch 2 Soloalben mit Paul zusammen. Jetzt arbeiten wir gerade an meiner nächsten Single Fire. Die kommt nächsten Monat raus. Ist es einfach, in Deutschland ein Comeback zu starten? Deutschland ist bis heute sehr offen, was Caught in the Act angeht. Klar ist es harte Arbeit, an die alten Erfolge anzuknüpfen, aber solange es sich immer noch nach Spaß anfühlt und du merkst, dass es sich in die richtige Richtung bewegt, solange ist es auch das Richtige. Du trittst hier in Blankenburg auf und noch dazu auf einem Schloss. Wie gefällt dir das? Ich bin geschockt, aber absolut positiv. Es ist echt schön hier und der Ausblick erst. Fantastisch. Und dann das Wetter dazu. Das ist hier eigentlich eher wie Urlaub. Da kann die Show heute Abend nur grandios werden. Freust du dich darauf, deine Fans wiederzusehen? Klar freue ich mich auf sie und sie freuen sich ja schließlich auch auf mich. Wenn ich von der Bühne aus in die Gesichter meiner Fans schaue, dann geht's mir gut. Und wenn es den Fans gut geht, dann gibt man als Künstler natürlich auch sein Bestes. Was hat dich dazu bewogen, einen Depeche Mode Song zu covern? Generell machen wir ja eine Art 90er-Party und irgendwann hat Paul mich gefragt, welchen Song aus den 90ern ich besonders mag. Und da ist mir dann sofort Enjoy the Silence von Depeche Mode eingefallen. What 90s songs do you like? And one of my favorite all-time songs is Enjoy the Silence from Depeche Mode. Wir haben es dann erstmal im Studio versucht und was dabei herauskam, war viel besser als alles, was wir uns hier erhofft hatten. Also haben wir es für die Fans rausgebracht mit einem Video von der Show und zum ersten Mal haben wir es dann damals in Berlin gespielt. Das war großartig. Da wurde ein Traum wahr. A dream come true. Hast du auch einen deutschen Song dabei? Ja, die Fans haben gefragt, ob ich nicht auch auf Deutsch singen könnte.
Meine meisten Fans kommen aus Deutschland und die wissen, dass mein Deutsch sehr schlecht ist, aber ich wollte mein Bestes geben. Paul hat mir den Song gegeben und gemeint, entweder wird es bahnbrechend oder der absolute Albtraum. Aber das Risiko gehen wir ein. Wenn ich das gut mache, dann werden es die Fans lieben. Ich glaube, das wird der Lieblingssong der Fans. If you do a good job, I think the fans will love it. So I worked very hard and we did the song and the fans, they think it's the favorite song. Welt zu Gast in Luthers Heimatstadt. So die Einladung zum Sachsen-Anhalt-Tag vom 16. bis 18. Juni in der Lutherstadt Eisleben. Zwischen Markt- und Wiesengelände entfaltet sich ein buntes Programm mit vielen Show- und Regionalbühnen aus ganz Sachsen-Anhalt. Das ganze Programm und Informationen zur Anreise finden Sie unter www.satt2017ineisleben.de. Seht, da ist der Mensch. Die neue Ausstellung zum Reformationsjubiläum 2017. Entdecken Sie bis zum 5. November Kunstwerke zum Thema Mensch, Religion und Selbsterfahrung im Kunstmuseum Kloster unserer lieben Frauen in Magdeburg. Nähere Informationen unter www.mensch.kunstmuseum-magdeburg.de. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Suchen Sie eine neue Wohnung? Wir machen Ihnen die Suche leicht mit unserem vielfältigen Wohnungsangebot in Halberstadt. Damit Sie gut, preiswert und zukunftssicher wohnen. Zeitgemäß, modern, perfekt für Ihre Familie. WGH – Freunde fürs Leben. Wir begleiten Sie stressfrei in die eigenen vier Wände. Unser Serviceteam berät Sie individuell. Informieren Sie sich jetzt im Mitgliederservicezentrum oder im Wohnungsmarkt im Internet unter wgh.de. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige.
Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RAV-Teletext ab Seite 301. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Das Küchenstudio Spiegelstraße in Halberstadt. Ihr 1A-Fachhändler vor Ort bietet alles, was das Herz begehrt. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage wird Ihr Küchentraum zur Wirklichkeit. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert vom Küchenstudio Spiegelstraße. Der Vorverkauf hat begonnen. Sichern Sie sich ab sofort Ihre Tickets für die Events der 22. Wernigeröder Schlossfestspiele. Entdecken Sie auf www.pkow.de das komplette Programm des diesjährigen Festspielsommers auf Schloss Wernigerode und sichern Sie sich jetzt die besten Plätze für die First Night am 29. Juli, die Premiere von Charles Gounods Oper Faust und viele weitere Konzerte. Das gesamte Programm der 22. Wernigeröder Schlossfestspiele mit allen Ticketinformationen finden Sie online unter www.pkow.de. Vernissage in der Wernigeröder Rektoratsvilla. Französische Fotografin präsentiert Unterwasserbilder und Gedichte. Am 7. Juni wird um 19 Uhr zu der Vernissage in die Wernigeröder Rektoratsvilla eingeladen. Fabienne Cuisinier präsentiert Unterwasserfotografien und Gedichte. Und an diesem Abend wird gleichzeitig der Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes für besondere Leistungen ausländischer Studenten verliehen. Die Ausstellung First Step into Poetry – Deep Dive into the Mystery of Life ist bis Ende Juli 2017 auf dem Campus in Wernigerode zu sehen. Am 6. August wird auf dem Halberstädter Holzmarkt wieder gebranscht. Damit wird die Halberstädter Tradition fortgesetzt. Buntgedeckte Frühstückstische bei Sonnenschein und bester Stimmung sollen den Holzmarkt am ersten Sonntag im August von 10 bis 14 Uhr